Ah, okay, das ist nicht von dem Durchkommenden abhängig. Okay. Nein. Ja. Okay, oder halt so lange, bis der aufrechterhaltende Fokus des Zaubers also Wirkung, zerstört wird. Die Wirkungsdauer ist 1 durch 2 Spielrunden, also eine halbe Spielrunde, das ist genau richtig angesagt. Du tanzt jetzt nicht so lange, aber du tanzt erstmal. Du bist also für den Kampf erstmal raus. Aber, genau, aber jetzt kriegt sie doch den Jetzt kommt der Schaden von erstmal Jalan. Ich denke, sie darf versuchen, mir frei auszuweichen. Möchte ich nicht, ne. Sie, okay, dann, Damage. Ach komm, mach ich. Ich bin Charybdis-Paktiererin. Okay. 12, nee. Nicht mit Distanzklasse und die Wahlzahl. Nee. Okay, das ist einmal 4 von der Ansage, dann 4 von meiner halben Geschwindigkeit, das ist also eine plus 8. So nur 18. Nur 18? In den Torso. In den Torso? Das sollte eine Wunde sein, vielleicht 2, ich kenne ihre Wundschwelle nicht. Die wird sie aber auf alle Fälle geschafft haben. Also ja, es ist eine Wunde und ja, es ist gerne auch eine zweite. Okay, weil dann hast du hier 2W6. Dann nennen sie das nochmal 9. Aber ihre Initiative. 18 und 9 sind 27. Und könnte jetzt, sie unter 5 bringen. Jetzt kommt Diamantes. Zum Sprung. Genau, ich mache Schaden mit meinem Sprung. Und zwar Junge! 18 TPA. Und hast du den Sprungschritt oben schon geschafft? Ja. Ach ja, da, okay. Da. Ja. Mit der 2. 18 TPA sind 9 SP. Ist das Horusat? Ja, das ist Horusat. In dem Bauch. Aber es ist kein Satt. Nee, leider nicht. Aber du würfelst über ihre Konstitution und wenn du mehr als Konstitution Ausdauerschaden verursacht, dann gibt's sie um. Damit das ist nur. Ich glaube, wenn sie auf 27 Schaden schon hatte und sie sowieso 9 SP reingibt. Ja, genau, das kommt dazu. Also unabhängig davon wird sie ins Wasser fallen und ertrinken, wenn das eine Charybdis-Paktiererin so kann. Ja, also überleben, danke. Und damit endet auch der Zwingtanz von Rafim. Ihr könnt den weiteren, das machen wir weiter in Kampfrunden. Ihr habt tatsächlich alle gehandelt. Nee, ich noch nicht. Ich habe mich noch gar nicht bewegt, deswegen ich war noch gar nicht in die Zwingtanz technisch dran. Ja, klar, du kannst dich bewegen, hatte ich ja eben schon gesagt, weil das für den Kampf eben gerade noch nicht so relevant war. Also mir auch noch. Zulamin habe ich bewegt. Okay. Es ging darum jetzt um die Magiekundeprobe, ob ich das Ziel erkenne, ob sie eine war. Auf der Gegenseite steht oder nicht, das war immer die Frage. Ob ich jetzt sie angreife. Sie stand auf der Gegenseite. Gut, aber sie als Umfeld und tot ist, würde ich das Ziel wechseln und den Homerio von hinten angreifen, wenn es geht. Wenn ich darf. Klar. Wenn du rankommst. Sturmangriff, ne? Nö, dazu mal rennen wahrscheinlich. Also ja, das sind aber 2 Aktionen Bewegung. 12 Schritt? Rennen ist doch 18 Schritt. Also geh erstmal 3, oder? Soll ich mir jetzt. Ja, aber Rennen musst du auf beide Aktionen aufhören. Ah, alles klar, dann bin ich jetzt hinter ihm sozusagen. Okay, genau, mit einer minus 5. Aber du kannst tatsächlich auch sehen, dass die wohl gleich stirbt. Also du kannst gerne noch den letzten. Hier ist noch einer, ne? Der muss auf alle Fälle noch gemacht werden. Ach, der kann mich gleich hauen. Okay. Ich wollte den haben. Ja, habe ich gesehen. Aber der fällt sowieso gleich gegen die anderen Swafniergeweihten. Dann, Boltax möchte noch. Ja, ich würde jetzt profan anfangen, das Ganze anzuzünden. Gut. Weil. Ja. Wie möchtest du das machen? Feuerstein? Feuerstein bearbeiten. Feuerstein. Eben die Theorieprobe, jetzt die Praxisprobe. Jo. 14 Punkte, das soll mir reichen. Ja. Dann zünde ich es an und lauf ganz schnell raus aus dem Hinterausgang. Ja. Das klingt wie ein Satz, den ich schon mal gehört habe bei uns. Zumindest fängt es an zu glühen, zu brennen. Schauen wir mal, inwiefern sich das ausbreiten wird. Du kannst auf alle Fälle sehen, wenn du rausrennst, also du kannst zumindest jetzt schon mal anfangen, den Kopf rauszustrecken. Über dir auf dem ganzen Tempeldach kannst du die schweren Tritte der Trollzacker hören, wenn sie dann von dem Homerie runtergefegt werden. Zulamin ist geritten, nächste Kampfrunde. Basina ist tot. Die anderen Homeria würden die Trollzacker angreifen und da auch. Und der geht in den Kampf mit Jala. Ist aber Initiative technisch nach dir dran, würde trotzdem versuchen, dir in den Rücken zu schlagen. Ich denke, das kann. Ich glaube, ja, doch, ich denke, das kann er. Dann ich würde davor ziehen und davor laufen. Gut, das kannst du tun, denn Initiative technisch bist du vor der 12. Hol dir den Wagen, ich kümmere mich um das Vieh. Möchte sich bewegen. Du gehst in der Zeit auf ihn zu, sodass du freie Aktion hier, freie Aktion da
Er greift dann dich an, weil du jetzt die Akro gezogen hast. Scherenschnitt nicht, Hellebarde und Schere. Ja, komm. Die Hellebarde ist auf... ja, die haben keine Schicksalspunkte. Die trifft nicht und die Schere trifft auch nicht. Was ist denn das? Die haben echt kein Glück, die Boys. Die haben halt ihre, die haben halt ihre Tierwerte. Ja gut, aber 14, 16 ist nicht schlecht. 14, 16 ist... Die müssen wir hinterher drüber. Die müssen, ja, okay, weiter. Das war meine, dann ich guck gerade, wer ist danach. Abimir. Du kannst die Schlange drücken für minus 5. Die 5 würde ich zu dir einsetzen als Wuchtschlag, also plus 5 Attacke, normale Attacke. Das trifft. Ja, das ist ein getroffener Wurf. Plus minus 0. Will er ausweichen oder kann er ausweichen? Keine Ahnung. Nö, er ist gerade im Kampf mit den anderen. Also wenn du ihn jetzt nicht umbringst, dann würde er sonst die Torwalle umbringen. Na, du machst wenig genug Schaden, das so. Würfel mal bitte Selbstbeherrschung und zwar erschwert um deine Vorurteile gegen Torwalle. Wenn du nämlich nach seiner Attacke angreifst, dann könntest du vorher noch dafür sorgen, dass eine der Torwallerin stirbt. Aber das ist so meine Selbstbeherrschung ist um 3 erleichtert. Zählt es von Mertios hin? Zählt es? Ja, ganz, ja, doch, klar. Weil es wirkt gegen deine Nachteile. Er dämpft auch deine Nachteile. Also, dämpft da dein ganzes Gemüt. Also, ansonsten plus, würde er jetzt wohl einer der Jankanerin, beziehungsweise der Torwallerin, den Kopf abschneiden. Also, du könntest dabei zusehen, das wäre so einfach. Wäre die, also Selbstbeherrschung, war die erschwert jetzt um meine Nachteile, oder? Erschwert um deine Vorteile minus 3. Mein Vorteil ist. Jetzt gibt es Ansatz. Würfel einfach mal Selbstbeherrschungsprobe. Okay. Das gilt eigentlich für immer. Alles, was wir machen, immer erst würfeln. Und ja, jetzt können wir tatsächlich anfangen zu rechnen. Und dann, wenn deine Vorurteile. Nein. Na, du müssen nicht rechnen. Das hat er nie im Leben geschafft. Meine Vorurteile sind 8. Mein Erleichterung ist 3, also plus 5. Nein, nicht geschafft. Schicksalspunkte? Lass die doch sterben. Nicht für Torwalla. Das ist die Antwort. So. Ja, so muss man das ausspielen, ganz klar. Zwei Rumeria tot, beziehungsweise zwei Torwallerin tot. Aber der stirbt auch. Passt. Und dann nehme ich euch den zweiten auch aus dem Kampf. Der stirbt dann einfach Kampf gegen Überzahl. Auch wenn die Hellebarden und sowas haben, aber. Gut, das war Abelmir. Dann Rafim. Ich bin eine Aktion gelaufen. Jetzt greife ich das war eine freie Aktion. Achso, okay. Passt. Ja, war eine freie Aktion. Auch gelaufen. Dann kannst du ihm dreimal was reinballern, dann er hat schon seine zwei Aktionen benutzt. Genau. Wieder den schönen 6er Wuchtschlag, ja, weil wir ja vorsichtig 666, sind. 662. Genau. Diamantes, wie möchtest du reagieren? Ich werde mich aus dem Kampf zurückziehen. Immer noch eine Haltung, also eine offensive Haltung oder eine defensive Haltung aufbewahren und zur Mira laufen, um den Konvoi oder den Wagen, der da transportiert, weiter voranzutreiben. Ja, ich bin tatsächlich auch ganz froh, dass Rafim mir diesen Omera wegnimmt. Dann habe ich aber echt keinen Bock und renne auf den Wagen zu. Okay, dann ist Jalan auch raus. Ja, Rafim, du hast deinen Schaden. Okay, genau. Du hast getroffen. Ich habe immer getroffen. Ich mache Schaden. Einmal 15, einmal 14, einmal 12. Ja, das schreibe ich mir auf 15, 14, 12. Und in den Torso, einmal in den Kopf, aber kein doppelter Schaden. Genau. Dann ist Rafim fertig, Diamantes ist gelaufen, Jalan ist gelaufen. Zulamin darf noch reiten. Da brauche ich noch keine Reitenprobe. Du kannst auf alle Fälle diese Runde beim Wagen ankommen. Und bist dann fertig. Kannst natürlich auch noch abspringen von Mira und dann nächste Kampfrunde anfangen, das Ganze zu geschüren. Beutax möchte aus dem Tempel rauslaufen. Ja, genau, ich laufe aus dem Tempel raus. Währenddessen kram ich in meiner Tasche ein Flakon heraus. Riech noch einmal dran. Oh, Stollen Nummer 5. Werf den Flakon hinter mich, sodass er platzt im Tempel. Direkt neben dir kannst du sehen, wie ein gewaltiges Spinnenbein mit den Tarsalgliedern in den Boden kracht. Du bist wohl gerade rausgelaufen, einige Bruchstücke vom Stein trümmern wohl noch gegen deinen Bauch. Und ehe du es dich versiehst, du springst noch einmal beiseite, musst doch nicht richtig ausweichen, kannst du sehen, wie dann auch direkt danach Doriforos neben dir auftaucht und mit aller Seelenruhe und einem lauten Trivial. Das Bein, was eben gerade durch die Stadt gedonnert ist, dich eben fast erschlagen hätte für 4W6 plus 4 anpinnt.
Derweil zündelt der Tempel weiter vor sich hin und her. Okay. Sind in dem Tempel nicht noch ein paar Torwaller drin? Nee, die sind alle draußen. Ach, die sind alle gelaufen, okay. Aber ich würfel jetzt mal eine Sinneschärfe. Oder möchte ich eine Sinneschärfe würfeln? Ja. Kommt drauf an, für wen? Für Boltax. Sieht gut aus. Das ist blöd. Klugheit und Intuition. Ja, Boltax, während du durch die Gasse im hinteren Teil des Tempels versuchst rauszulaufen, kannst du noch den brennenden Blick von Freya sehen. Dort geht's, dort hier. Du bist der Meinung, hätte Styrbjörns Frau jetzt erkannt, mit ihrem Blackeratzpakt, dass du den Tempel angezündet hättest, dann hätte sie dich umgebracht. Hätte sie versuchen können. Hätte sie versuchen können, natürlich. Doriforus ist derweil weiter dabei, die Beine einzuschlagen. Okay. Moment, Frage. Ja? Steht Freya gerade im Tempel? Nee, sie steht nicht im Tempel. Sie steht wohl gerade irgendwo hier auf so einem Häuserdach und wollte sich dann irgendwie über die Häuserdächer dann auf die Schere so draufschmeißen. Alles klar, gut. Also du rennst gerade hier so hinten raus? Ja. Bist du? Da. Genau. Ja, und sie hätte sich sonst irgendwie mit einem Kampfschrei auf dich raufgeworfen, irgendwie mit einem Hammerschlag oder so und dann ja, dich einfach gespalten. Das ist zumindest so das Bild, was sich gerade in deinem Kopf abspielt. Nächste Kampfrunde. Der Omeria ist dran und greift Rafim an. Ja, soll er machen. Ja, ich mach mal einen Wuchtschlag 2 und einen Wuchtschlag. Wuchtschlag 2, Wuchtschlag 4. Ganz oder gar nicht. Haha, das ist sogar gelungen. Das ist einmal plus 2 und das ist einmal plus 4. Wow. Du merkst, wie die Hellebarde dich trifft. Normalerweise, jeden anderen hätten sie gespalten. So gleitet sie einfach nur an deiner Drachenrüstung ab, der Schuppen haut, nicht mal die Schuppen splittern ab. Und es gibt ein ekelhaftes Kreischen, sowohl vom Homeria, als auch von der Hellebarde, als auch von den Schuppen. Und du blickst ihn einfach nur mit deinen feuerroten Augen an. Stirb, mein Freund. Ja, und ich greife natürlich wieder dreimal an. Ja. Gleiches Prozedere wie gerade eben. Plus 6, plus 6, plus 2. Plus 6, genau. Ich war so froh auf meine Ansage. Oh, ich schaffe es nicht. Dementsprechend ist mein nächster um 6 erschwert. Doch, umgewandelt. Doch, 18 ist gelungen. Ach, ja, stimmt. Schau. Hau rein. Ja, du hast recht. Du hast recht. Auf die 18 und die 18 gefüllt. Passt. Ja, ich war nur überrascht. Ach, keine falsche Bescheidenheit. Es läuft besser als gedacht, seien wir ehrlich. Warte, mal gucken. Keine Verdopplung, das sind einmal 17 Schaden, einmal 19 Schaden, einmal 10 Schaden. Ja, du lächelst ihn an, schlägst mit deiner Bohrensichel zu, lässt sie dann irgendwann fallen, trittst mit dem Dolch an ihn heran und rammst ihn dem Dolch so weit in seinen Kopf hinein, wie es irgend geht. Und er bricht vor dir, groß wie er ist, zusammen. Der Rafim würde breit lächeln, seine Bohrensichel wieder aufnehmen. Und da würde man sehen, dass er anfängt zu sprinten. Abelmir. Ja, ich würde zum Wagen sprinten helfen. Zum Wagen sprinten, 12 Meter Diamantess. Dann ziehe ich jetzt mal vor, um das bei dem Wagen dazu koordinieren. Und zwar möchte ich, dass Mira schiebt und nicht zieht, denn ich möchte nicht, dass sie an den Wagen gefesselt ist. Und so ein Bär kann sich ja gut mit den Vorderpranken aufstützen. Das heißt, ich versuche ihr das zu erklären und dafür brauche ich eine Aktion? Ich überlege gerade, das ist keine... Ich bin eine Abrichtenprobe. Denn ich würde den anderen ja noch Anweisungen geben. Okay, ja, okay, abrichten. Überleg, aber ich will auf alle Fälle eine Fahrzeuglenkprobe haben, auf alle Fälle. Da kommt kann die nicht ich die übernehmen? Die kannst du übernehmen. Okay, ist kein Streitwagen. Dann rufe ich Jalan zu. Jalan, dreht die Achse herum. Und ja, ich weiß nicht, du erschweren das für einen Arm, ich denk dir was aus. Ja, aber ich habe es geschafft. Ist das drin, auch wenn das keine Pferde sind und nicht gezogen wird, sondern geschoben von einem Eisbären. Und über einen Strand, aber es passt. Geht halt langsam voran. Ja, Frage an Abelmir und Diamantes, wie wollt ihr unterstützen? Leichen aus dem Weg räumen? Das wird zu lange dauern. Ich glaube, schlauer ist, links und rechts vom Wagen hinzustellen und mitschieben. Okay, die anderen. Genau, dass wir die Richtung vorgeben. Ich würfel gerade mal eine Selbstbeherrschung, eine Sinnschärfeprobe für die Torwalerinnen. Es könnte sein, dass die das gesehen haben, Abelmir.
Ihre giftigen Blicke durchbohren dich. Mehr dazu später. Ja, sicher aus. Hier ist nicht nur eine Papiererin unterwegs. Und so könnt ihr versuchen, den Wagen anzuschieben. Mira tut es, Zudamin schiebt an, gibt Mira Befehle, dirigiert das über Yalan. Und irgendwann steht auch Rafim mit seinem gewaltigen Körper und dirigiert durch den Sand. Ich möchte auf den Malma zulaufen und ihn ablenken. Ja, dann tu das gerne. Weil er greift ja gerade meine Männer an und das kann ich ja nicht zulassen. Das ist richtig. Doriforos mittlerweile hat seine Arbeit verrichtet und löst sich dann wieder auf, wird dann wieder zu Sand, wie er war. Und mittlerweile sind alle 8 Spinnenbeine, alle 8 Tarsalglieder des Malmas gebunden. Er zieht und zerrt und hat mittlerweile wohl auch aufgehört zu stampfen und zu zerschneiden, sondern würde ganz gerne den Kampf abbrechen. Nicht, weil er verliert, sondern weil er keine Lust mehr hat, aber es gelingt nicht. Ja, kann ich überreden oder überzeugen würfeln, damit ich ihn zwinge, sich auf mich zu konzentrieren? Ja, überreden oder überzeugen? Ich hätte auch abrichten. Ich weiß nicht. Kann man das Ding noch abrichten? Dann abrichten. Wer überreden? Dann würfel Abrichtenprobe und dann kann er dich scheren. Denn seine Scheren sind noch frei. Dabei kannst du sehen, wie der Wagen über den Sand gezogen wird und sich auf alle Fälle über rutschig Blut, Schmiere in eure Richtung zieht. Du kannst die anderen Trollzacke abziehen, die zu lange so sehr kriegskundig reingeführt hat. Allerlei Bolzen, die schon in den Augen stecken, so denn möglich. Und dann funkeln die kleinen Augen und zangen dich an. Freue dich mal, du dämonisches Mistvieh, denn du wirst Kor kennenlernen. Kann ich das Vieh nicht hochheben? Ja, vermutlich. Das macht keinen Schaden, aber es ist immer noch eine Zange. Ja, sind auf alle Fälle, das Ding ist 40 Meter lang und dementsprechend größer als Rafim, also geht auf alle Fälle. Und die Zangen sind frei, die Scheren. Ja, aber wir sind gerade entrückt und Kor will es. Ich würfel mal Blut auf den Scherenschnitt, auf die 10. Ja. Er versucht dich mit seinen Zangen zu greifen, zumindest mit der ersten. Das ist nicht gelungen, du kannst nur da durchtauchen. Da kommt die zweite, ausweichen. Oh. Ausweichen halbiert. Ja, warte. Habe ich nicht geschafft. Und du merkst, wie die Schere zudrückt. Für 26 TP, du kannst deine Rüstung abziehen. Ich würde mal sagen, Brust, Bauch, also die 17, oder was ist das? Ja, das wäre die 17. Ja, dann 26 Schadenspunkte, Trefferpunkte, minus 17 sind? Dann 9. 9. Ja. Ist das eine Wunde? Nein. Nein. Komm schon, du Mist, wie ist das alles? Ist das alles? Unter dir kannst du hören, wie Sokramor rufe, Rafim rufe und König gebrüllt wird. Die Torwale lassen auch ebenso von ihrem Treiben nach und schauen dir zu, wie du jetzt in der Hand des Malmers steckst. Derweil kannst du sehen, wenn du nach unten blickst, wie der Wagen, der Tempel brennt schon, erreicht ihn wohl noch nicht ganz, aber zusammen der zweite Strohballen wird angeliefert. Gib mir nochmal bitte eine Fahrzeuglenkprobe. Denn es geht nicht so sehr darum, das jetzt zu dirigieren. Mit Mira schafft ihr es auf alle Fälle. Aber eine weitere Welle, die anschwappt. Das Fahrzeuge lenken, oder Boote? Fahrzeuge lenken plus 6. Nee, okay. Boote fahren nicht. Das Problem ist, wenn das Stroh nass wird, dann wird das gar nichts. Ich glaube, Fex ist mit mir und ich schippe die 20. Gelingt. Fex ist definitiv mit mir. Ja, du steuerst in letzter Sekunde, also siehst, wie diese Flutwelle chaotisch an euch herankommt, steuerst du so ein bisschen nach links. Dadurch kommt der Wagen so ein bisschen ins Trudeln, die Achse bricht, aber du kannst dem letzten Griff des Wassers dann ausweichen. Der Wagen kippt um und ihr müsstet den Rest des Strohs dann von hier aus unter seinen Körper dann buxieren, tragen mit vielen Leuten. Ist es aber kein Problem. Das Stroh ist zumindest noch trocken genug. Derweil, Rafim. Was tust du? Kann ich mich aus der Klaue befreien oder sehe ich von der Klaue gerade einen guten Moment, um ihn anzugreifen? Vielleicht ein Gelenk oder sowas? Dich abzustoßen, so wie er dich vor seine Augen hält und
Und könntest einen Sprungangriff auf seinen Kopf machen mit einer Attacke plus 8. Ja, da sehen wir uns. Da bin ich natürlich dabei. Plus 8 und vorwärts. Der Seraphim würde sich abstoßen von der Schere und ihm auf den Kopf springen. Komm schon, du Mistvieh. Jetzt wird er tatsächlich versuchen zu hieben und versucht seine Augen, stielaugig wie sie sind, so ein bisschen einzurollen oder zur Seite zu klappen, während die riesige Schere von oben auf seinen eigenen Kopf donkt. Oh yeah. Aber es ist immer wieder, oh Gott. Das der ist einmal der Crit, ja, für doppelten Schaden. Ja. Aber nimmst du mein Hieb. Glück an? Und nein, den Crit es gibt kein, nein, es gibt kein Glück. Mach Schaden, mein Junge. Dann Schaden für Ballen. 18. Ballen ein Autobahn. Schaden. Du siehst, wie die riesige Malma-Kralle von oben nach dir geschlagen wird und du versuchst deine Bohrensichel so ein bisschen einzuklemmen, hältst deine Hände auf und fängst sie einfach auf. Chor liebt die Starken und du bist schwach. Du bist schwach. Ja, Raphim würde von da oben den Ausblick ein bisschen genießen und seinen Kurgerkriegern zunicken. So führen wir von vorne. Wir sind seine Söhne. Bittet es. Janan, eine Athletikprobe bitte, um die Strohballen zu transportieren. Ich brauche 20 Punkte in Summe. Das war nämlich 5. Geht das überhaupt? Die Strohballen sind zusammengebunden, wenn du die sagst. Sind zusammen, ja, die sind zusammen. Ja, kann ich sie mit einem anpacken? Ich gebe dir 5 Punkte und dann schauen wir mal. Abelmir steuert einen bei Zulamin 4 sind 5. Ich bringe 3 auf die Waage. Auf Körperbeherrschung ableiten mit einer Erschwernungsbonus 5. Aktuell haben wir letztes Mal nachgeschaut. Und setze 6 ASP rein, um meinen Wert um 12 zu boosten. Er nimmt einen und wirft ihn wie einen Kugelstoßer in Richtung Tempel. Ja, da habe ich noch 16. So gut. 16 Punkte. Und noch bevor Raphim ein weiteres Mal gedrückt, gequetscht und geschnitten wird. Oh, das war Klettern. Ah, oh, ich habe mich, ja. Hab ich ein Glück. Mach tatsächlich weiter. Scheiße. Ja, nochmal neu. Alles nochmal neu. Ah, oh, verdammt. Okay. Wegen dir wird Raphim geschnitten und gequetscht. Das macht schlimmer, Steffen! da kommt noch eine 5er Erschwernis drauf, aber. Ja, okay. Ja, Raphim, du überlegst noch gerade. Gerade wird ein weiterer Schnitt in deine Richtung angesetzt. Boltax, das Feuer hat mittlerweile komplett auf den Swafnir-Tempel übergegriffen. Torwaller werden echt sauer sein, aber die haben auch andere Probleme. Gut, die ganze Stadt ist zerstört. Möchtest du auch noch den Rest des Feuers verwalten? Ja, klar, natürlich. Hast dich mittlerweile aus der Gasse rübergerettet zu den anderen, konntest dann wohl auch noch, du wolltest einen Strohballen abnehmen, da siehst du, wie Diamantis zweimal hin und her sprintet und den ganzen Wagen entladen hat, wie auch immer der es gemacht hat. Ja, wie möchtest du das Feuer manipulieren? Ja, ich würde tatsächlich gucken, dass das Feuer nicht übergreift auf umstehende Gebäude. Also wir wollen ja wirklich nur den Humeria an dieser Stelle kochen. Und eventuell ein paar von den Kurga anweisen, die anderen beiden Gebäude, die links und rechts stehen, kurzerhand niederzureißen. Ja, um weiteres Brennholz zu erzeugen, oder? Um weiteres Brennholz zu erzeugen, das wir hier dann sammeln. Okay, ja, Kriegskunde. So, ich dachte, das wäre überreden. Nee, Kriegskunde. Okay, na gut, da bin ich nicht so gut drin, aber gucken wir mal. Dann brennt das Stroh aber noch nicht. Dann gebe ich tatsächlich, weil das Stroh noch nicht brennt, die Kurga tun das, nicken und fangen an, andere Gebäude niederzureißen. Was allerdings nicht so schnell geht, als Zulamin das sagte. Ja, klar, natürlich. Ich gebe Raphim einen weiteren Scherenhieb und einen Scherenschnitt. Immerhin nur den einen. Das ist der hier, ne? Für sagenhafte 11. Ein weiteres Mal rast die gepanzerte Faust auf dich heran und mit einem Lachen fängst du die Faust, riesig wie sie ist. Könnte tatsächlich Tempel und Galerien zerschneiden, aber du fängst sie einfach. Chor lächelt auf die Starken. Ist das alles? Stroh ist gestapelt, Brennholz wird erzeugt, aber es brennt noch nicht. Was wollt ihr tun?
Ich würde gerne ein Ignisfero ablassen. Ignisfero. Verkürzte Zauberdauer 4 Aktionen, also in dem Dauern. Du fängst an. Ich würde ihn profan anzünden. Ich springe einfach nur aus dem Weg. Mit Feuersteinbearbeitung. Ja, Feuersteinbearbeitung, klar. Kannst du aneinander schlagen. Dann stehst du an dem Stroh. Abelmir hat da trotzdem angefangen mit dem Ignisfero. Ich werfe meine brennende Zigarre noch hinterher. Geil. Ja, Abelmir, erste, zweite Aktion. Du siehst, wie Boltax heranrennt und klong, klong, es brennt. Ich hoffe, er springt schnell noch weg. Boltax, Athletikprobe. Ja, alles klar. Das kriege ich hin. Dann kann Abelmir schon mal würfeln. Klar kriege ich das hin. Ja, 7 Punkte. Dann kannst du dich aus dem Radius 7 Schritt entfernen. Aus dem Explosionsradius.